Und da waren wir das Spiel in der letzten Runde, in der letzten Partie abgeschmiert. Zum Glück am selben Tag noch. Ich musste nur die Trainingsziele in der zweiten Mannschaft nochmal neu anpassen. Hab die zwei Gespräche hier geführt gehabt. Frag ich mich gerade, habe ich auch. Nein, habe ich nicht. Na gut. Mache ich dann in der nächsten Folge, also zwischen den nächsten Folgen. Das kriege ich hin. Spricht immer noch nur Holländisch. Dann lerne mal Deutsch, mein Junge. Lerne mal Deutsch. So. Gespräche führen. Und zwar mit denen, die mit denen noch kein Gespräch haben. So. Möwald, super letztes Spiel. Rest mache ich dann, wie gesagt, alleine die Gehälter nochmal. Das müsst ihr euch nicht nochmal antun. Könnt ihr nichts dafür. Gut, ich kann eigentlich dafür, dass das Spiel dann abgeschmiert ist. Komm doch mal her. So. Wende Parker nochmal. Jawohl. Na komm. Gib im Training alles. Jo. Was sagt ihr eigentlich gegen uns? Sie sprechen zu wenig mit ihren Spielern, mache ich eigentlich immer. Nur wenige Spiele verfehlen aktuell ihr persönliches Ziel. Sie haben nicht einen einzigen Scout. Was? Sie haben einen Spieler, der sprachlich isoliert ist. Sie müssen. Konkurrenzkampf ist extrem. Ja, finde ich eigentlich jede Position ist doppelt. Daran muss ich dann gehen, das ist in Ordnung. Das sehe ich ein. So, was war hier nochmal minus 25? Was? Durchschnittsalter ist sehr niedrig. Bin ich eigentlich nicht. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Hierarchie im. Ja, das ist, da hast du recht. Leider haben sie keine Frontentour, da kommt aber eine nach. Leider haben sie wenige professionelle Spieler. Oh. Teamhierarchie. Klevin, nur wenn Klevin wegbricht, ah, ist schwierig. Aber Möwald möchte ich davon eigentlich wirklich so als Anker haben. Auch wenn auch er sich doch ab und zu mal ein Fauxpas leistet offensiv. Okay, was? Die Bombe. Achso, ja, genau, das wollten wir auch noch machen. 4,9 Forderung stellen. Laurito habe ich jetzt auch angeregt. Das hatte ich komplett vergessen gehabt. Tyralla. 70.000. Ja, komm, es war schwer genug, da überhaupt einen zu finden. Baumgarten, Forderung stellen, 85.000. Das ist. Mit Menz, kam das jetzt erst? Nee, kam nicht jetzt erst, gut. Einigen sich, gut. Die Bombe bleibt bei Erwurz. So, hier haben wir gesagt, gehen wir ein Stückchen mit. Da, Vertrag unterzeichnen, jawohl. Jetzt muss ich bei Menz direkt mal gucken, ob da noch jemand dran ist. Und ob wir das nochmal anleihen müssen, erneut. Ich kann ja nichts dafür, wenn die nicht machen. Einer abgelehnt, einer angenommen, okay. Mit Meppen haben wir jetzt einen, okay. 9,5. Jep. Jep. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das annehmen. Motivation nehmen wir mit, ja. Was? Findet großen Anklang. Gescheitert. Angenommen, 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 angenommen. Fällt aus. Angenommen. Scouting abgeschlossen. Neue Idee. Düt, düt. Düt.
Nordhaus hat abgelehnt, die haben unten angenommen, gut. Laurito wechselt, sauber, kein Verein. Das haben wir ja gerade geklärt. So. So, das heißt, wir gehen erstmal mit einem Kooperationsvertrag. Eigene Mannschaft und zwar. Guck mal hier mal, ob wir hier jemanden hinschicken können zur Leihe. Jawohl. Haben wir auch einen guten Spieler, wo ich sage, das lohnt sich hier, Breustedt. Okay, passt auch. Noch irgendjemanden? Er hier. Oder? Wie lange hat er noch Vertrag? Da nehmen wir dann noch. Gut, noch einige Zeit. Hey. Ich glaube, das hat hier mehr Sinn. So. Haben wir gesagt, so 70% sollen sie spielen. So, und noch ein. Wir können ja mal gucken, ob man die. Ich will kleinere Vereine haben. Ja, das wird klein. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier. Halt, ach so. Echt jetzt? Das wird kleiner. Spiele aus. Ach so, so um sind. Nee. Nee, bin ich doch gar nicht. Aber die kriegen dann meine Spieler, oder? Ich gucke die Mannschaft mir mal an. Wo spielen die in welcher Klasse? In der ersten. Was haben die so für, ja, Spielermaterial? 65er, wo brauchen die auf jeden Fall was? Sturm. Das wäre nicht schlecht. 3. 70%. 80 machen das auch noch mit. Ne, da geht es jetzt runter. Okay. Ja, aber ich will mich noch ein Freund aufs Spiel reinballern. Andererseits. Geht nicht, okay. Hey, machen die gar nicht. Was? Kann man gar nicht unterzeichnen, so, okay. Hä? Ach so. Ach so, okay. Jetzt macht das unser Präsidium nicht mit. Nee, das passt aber so. Das passt so. So, die drei wechseln. Gut. Speichern. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Ihr blickt mein Handy ein bisschen. So. Weiter. Das ist gut, jetzt wechseln die drei. Jo, sind uns einig geworden. Mit Nizza, okay. Ja. Das geht in Ordnung. Forderung stellen. Forderung stellen. Das ist mir durchaus doch wichtig, dass man. Die 8,75 ist vollkommen gut. Die ist. Super. So, was mich jetzt halt interessieren würde. Tyrala wechselt. Ja, Gott, ist er weg. Er hat eine 65. Okay. Haben wir jetzt langsam mal raus, was Landeke hat? Blickfeld. Ja, wissen wir, gut.
Transfervorbereitung. Ich will ihn im Team haben. Und jetzt Vertragsangebot. Wir haben uns vorhin um ihn gekümmert. Mühe! Du bist Stammspieler. Nee, also Leute, das hat sich gerade erledigt. Nee, das mache ich nicht mit. Da gehe ich lieber hier drauf. So. Gucken wir mal, was jetzt. Ah, eine Mille ist mir zufällig. Ganz ehrlich. Scout, einer der Scouts hat nichts zu tun. Haben wir hier noch irgendwas? Bolzplatz einweihen. Das kann mal Daniel machen können. Und hier keine Aufgabe. Machst du das? Speichern. Das ist wichtig geworden. Irgendwie spinnt das Spiel mehr und mehr rum. Ich weiß nicht warum, aber naja. Ich hoffe, dass der Kooperationsvertrag uns da noch was bringt. Dass es klappt. Sofort Berechnung haben wir gesagt. Jawohl. Gebt euer Bestes. Punkt. 0-1. Okay. 1-1 schon besser. 2-1. Ja gut, Philipp Klewin, der wird jetzt ein bisschen abgelenkt sein, schätze ich. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. So, ihn möchte ich jetzt mal auf der oh, ID 5-0. Uiuiui. Das geht mächtig auf die Form. Wo kann? Preisinger auf 6er. Links für Zander. Und die Innenverteidigung wieder komplett. Macht so weiter. So, hier möchte ich mal ein bisschen motivieren. Hier will ich loben. Loben. Motivieren. Bei einer 2 führt, weiß ich noch nie, was ich sagen soll. Aber wir sind schon auf noch 45. Das. Ich glaube, es ist jetzt mal ein 13. Letzte Woche, wenn mich alles täuscht. 4-2. 5-2. Halimi! Jawohl! 6-2. Campbell, okay. Wahrscheinlich Freistoß. Mike, 7-2. Naja. Ist doch in Ordnung. Ich kann es Levi nicht wirklich ernst nehmen. Nicht wirklich böse nehmen. Wie gesagt. In der Verhandlung um Philipp Kleving geht es Schlag auf Schlag. Nazir hat Angebot noch einmal verbessert. Der Verein gilt daher wieder als ausgeglichener Kandidat im Tauziehen mit LOSC Lille. Bei Lille wird jetzt mal leicht genervt. In diesen Angelegenheit ist in den letzten Wochen noch nicht gesprochen. Wir können durchaus nochmal nachlegen, werden uns aber auf jeden Fall gut überlegen. Kleving zeigt sich aktuelle Entwicklung überrascht. Das ist doch schon eine ungewöhnliche Situation, aber es ist für mich eine sehr wichtige Entscheidung, die sich nicht übers Knie lässt. Ja. Yep. Verstehe ich. Nein, komme ich nicht entgegen. Da sage ich okay. Jetzt hoffe ich nur, dass Königshofer, dass das klappt. Verhandlung mit Menz gescheitert, okay. Forderung stellen, brauchen wir. Kann nicht drüber reden. So. Angebot, ach so, ja. So. Gescheitert, okay. Dann heißt, wir müssen hier nochmal nachlegen. Spieler anbieten. Da war ja der eine oder andere Verein durchaus interessiert. Baumgarten, okay. Kunz überzeugt im Training. Auslaufende Verträge in der ersten Mannschaft. Okay, Parker. Vertrag verlängern.
Da müssen wir eh was machen. Neuer Vertrag, weil wir müssen am Gehalt was machen. Muss bestimmt einige Male spielen. Ich möchte ihn sogar, wenn es geht, 5 Jahre. Kann ich ihn für 200.000 und dafür eine Torprämie von 100, die lassen wir mal drinnen. Abstieg nehmen wir raus. So. Parker. Beim Rest möchte ich sogar noch warten. Klos kommt ganz drauf an, wie er spielt, die Saison. In der zweiten sind es auch ein paar. Hier will ich auf jeden Fall mit T-Rex verlängern. Vertrag verlängern. Lehnt aktuell ab, okay. Konrad war jetzt wer? Er hier, okay. Und Bender war er, okay. Kann ich da, würde ich auch gerne verlängern, wenn es irgend möglich ist, wenn mich meine Maus lässt. Verdammt. Neuer Vertrag. Er ist erstmal Ergänzungsspieler, das ist richtig. Okay, das passt. Gut. Poppenberg, okay, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt haben wir da einen. Okay. Der kann auch, doch, der kann Deutsch. Der kann Deutsch. 30 Jahre, da geht es wirklich eher bergab. Der andere wäre mir jetzt lieber. Der andere aus Halle wäre mir jetzt lieber. Da schauen wir mal, was da rauskommt. Levin wechselt, ja. Wie gesagt, das ist. Angebot abgelehnt. Für Klevin. Ja, wenn ich mal ansatzweise. Oh, Scheiße, naja. Lust in der Regel spielen. 3 Jahre ist in Ordnung. Das aber nicht. Was wollen die jetzt für Gehälter haben hier, Leute? Habt ihr irgendwie eine Meise? Wir haben ein Durchschnittsgehalt von 300.000. Ich kann jetzt nicht mein ganzes Budget dafür ausgeben. Habt ihr irgendwie. Bäh. Er verdient derzeit 70.000. Nee, da will ich. Nein. Großkunde, was? Ich werde uns ein oder lässt es bleiben. Also, noch ist Levi nicht verkauft. Doch, er geht. Ich sag's gerade noch. 8,75 Millionen. Millionen. Ja, Möwe kann ich verstehen, Kevin. Kann ich echt gut nachvollziehen, aber er hätte den Vertrag nicht verlängert. Jetzt müssen wir erstmal aus der zweiten einen hochholen, einen Tormann. So lange, Aktion. Sagen erstmal 2 Wochen. Bis dahin möchte ich einen neuen Tormann haben. So, Preisinger mal jetzt für Okan Aydin. Du mal für Odak. Okay, auch nicht so viel besser. Okay.
Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Klos war für ihn jetzt wieder. Und Kammler, ID möchte ich auch mal wieder sehen hier. Ich überlege nur gerade für wen. Ich bringe mal für ihn hier, weil ich einfach die Form verbessert haben sehen möchte. Ganz einfach. So, er hat jetzt immer eine 59, das ist für zweite Mannschaft ein bisschen wenig. Und vor allem, er ist schnell zufrieden. Das ist, was mich ein bisschen passt nicht so ganz in den Kragen. So, Parken schreibt einen Bendertrag abgelehnt. So, hier wechselt. 8,75 Millionen. Kirchhoff akzeptiert, das ist, verstehe ich auch. Wir nehmen ihn auch weiter mal ins Blickfeld und in die Ruhmeshalle auf, also passt. Neue Ideen, Jugendspieler, Kovacuk, okay, wenigstens etwas Gutes hier. Kein Verein am Menschen, nicht. Spieler anbieten, versuchen es nochmal. Kooperationsvertrag. Was? Transfermarkt, was? Sind zu jung, sagst du. Wer ist das hier? Bekanntheit nur zwei. Ach Mensch, lass doch mal das, was ich ein voreingestellt habe, Leute. Was würde er denn wollen? Ich will das Gehaltsgefüge nicht zu sehr. Dann lege ich lieber beim Handgeld noch was drauf. Ganz ehrlich, Leute. Jetzt müssen hier keine Ablöse zahlen, das ist gut. Hier hat er schon alles. 6.000. Das ist ja, das habe ich. Option für Spieler. Oder warte mal. Machen es mal so. So. Mal gucken, was er sagt. Ich wollte damit jetzt einfach nur den Marktwert ein bisschen drücken. Kevin Müller. Der hat aber auch schon böses Gehalt und daher. Das ist, was mich so ein bisschen abschreckt. Und ein Torwart sollte auf jeden Fall Deutsch können. Auf jeden Fall. Also, wir können ja mal bei Spielersuche. Torhüter. Nur realistisch. Und wie gesagt, er muss Deutsch können. Also das ist hier wirklich das Nonplus. Und ein 68 hätte ich schon gerne. So, ist übersichtlich. Jetzt gucken wir uns das Gehalt mal ein bisschen an hier. Da irgendjemand von ist, er hier zum Beispiel. Introvertiert, okay, Marktwert, wir haben jetzt 8 Millionen bekommen, also Königshofer, Michael Rensing, okay, auch bekannter Hund, kennt auch Erfurt, also er kennt Erfurt, aber nicht unbedingt im Guten.
Was würden sind? 3 Millionen? Da hätten wir noch einen Plus von 5 Millionen gemacht. Wir gucken mal, was sie sagen. Wir speichern mal ab an der Stelle. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Das ist der Hammer. Das Spiel machen wir jetzt noch schnell. Haben wir das Spiel schon gemacht? Nee, scheinbar nicht. Das Spiel machen wir noch schnell in der Folge. Werden euch nicht ganz so stehen lassen. Geht ja auch nicht. Sofortberechnung, jawohl. Geht raus und gebt euer Bestes. 1-0, 2-0. Aufwärmen lassen. Ja, kommt. 2-0, okay, weiter. 3-0. Ja, das war schon, okay. Fabian Klos mal. Auswechselnde Runde. Max wird mal rein. Halimi wieder rein. Ich möchte halt wirklich, dass sie sich hier verbessern in der Form. Das ist mein Ziel. Halbzeitansprache, lasst uns genauso weitermachen. Hier ein bisschen motivieren. Motivieren. Ja, loben wir. Aber wir ihn. Und ihn. Assistent peitscht durch. Kommt, das geht jetzt schnell. Bei Sofortberechnung brauchen wir nicht jetzt ewig uns aufzuhängen. Ach, passiert aber auch nicht mehr. Gut. Kaum ist Klos drin, Treffer nicht mehr. 3-0, ja, die nun 4-5. Habe ich ein bisschen mehr erhofft, dass er stärker werden. Oder hat sich verbessert in der Form durch die 3. Ist jetzt nicht super, aber ist in Ordnung. Nein, also Landeka, halt Abstand, der ist mir zu teuer. Oh, er hat auch auf eine neue jetzt hochgepeitscht, okay. 33 ist auch noch in Ordnung vom Alter her. Da gehen noch 1, 2 Jächte, aber er darf nicht zu sehr abbauen. Das ist die Gefahr. Das ist die ganz große Gefahr. Rodriguez wechselt von Wolfsburg nach Real Madrid. Okay. Delatactis. Okay, machen wir mal hurtig. Aydin. Ja, ein bisschen abgebaut. Jungmann, ein bisschen hoch. Okay. Königshofer. Was? Königshofer? Ah, er ist gewechselt. Super! Dann müssen wir das mit Dings jetzt auf jeden Fall beenden. Ganz schnell. Mit Hildebrand. Autosave, komm. Das mache ich auch jetzt noch, weil in 2 Wochen weiß ich das nicht mehr. Das weiß ich. Ändern. Nummer 2. Wo ist meine Nummer 1? Ich weiß es gar nicht. Eine Pressekonferenz möchte ich hier haben. Scouting abgeschlossen. Ja. Park abgelehnt. Baumgarten wechselt. Form verbessert. Ist begeistert. Bin ich froh drüber. Neues Sponsorenangebot machen wir auch schnell mit. Komm. Jetzt haben wir eher immer überzogen. Laufzeit senken. Also. 3 Jahre nehme ich hier keinen Vertrag an. In 3 Jahren will ich erste Liga spielen. Das könnt ihr vergessen. Was, wie lange habt ihr? Ein, das ist wunderbar. Ein Jahr ist top. Okay, wir unterschreiben, komm, fertig. Hildebrand haben wir gesagt. Das muss ich noch schnell machen. Hildebrand. Angebot zurückziehen. Und hier auch. Pech gehabt. Mit Hammer und Blickfeld am stärksten eigentlich.
Yamada. Gut. Sauber. Königsberger für Jungmann. Jungmann geht da wieder runter. Frage ist bei Jungmann. Warte, wir haben ja noch einen Kooperationsvertrag. Da. Eigene Mannschaft. Jungmann. Zur Leihe geben, dass er sich ein bisschen verbessert. Tim Meyer zur Leihe geben. Hier zur Leihe geben. Wunderbar. Da haben wir einige Spieler ausgeliehen. So, die zweite Mannschaft ist auch ein bisschen aufgeräumter. Jetzt kann der Aufstellungsassistent mal drüber. Wunderbar. Wunderbar. Was anderes sage ich dazu nicht. Passt. Hier nochmal schnell aufräumen kommt. Wenn wir einmal dabei sind. Hier ist ein neues Talent dabei. Ich habe schon entdeckt. Nach Hause gehen. Jawohl. Sind sogar zwei, wie ich es gerade richtig sehe. Ach, die Winter hat. Kennen wir schon. Winter kennen wir schon. Und da ist ein RM mit einer 49, 17 Jahre. Okay. Ballkontrolle ist immer wichtig. Naja, gut. In dem Segment brauchen wir zum Glück eh keinen unbedingt zwangsweise nachtragend trainiert und gerne. Also, der wird bei uns in der ersten Mannschaft, glaube ich, nicht groß Fuß fassen können. Ich setze ja schon ein bisschen auf den Charakter. Sollte ja schon halbwegs passen. So. Nichtsdestotrotz, er ist gut, vielleicht kriegt man ein paar Euronen für ihn. Hier. Hier, Konrad, komm. Er hier soll auch mal. Hat er Trainingsziele? Weiß ich jetzt gar nicht. 56 ist nämlich nicht ganz so verkehrt. Schnelligkeit trotzdem ein bisschen hochnehmen und Beweglichkeit. Also, das ist auch für einen Torhüter elementar. Ich würde sie hier gnadenlos gerade, gell? Naja, was soll's. Wir haben schon so viele Folgen jetzt in der Vorbereitung gemacht. Also, das ist ja echt krank. Aber ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig. Winter braucht noch schnell einen Mentor, neuen. Sollten wir hinkriegen. Kunze, naja, nee. Für ihn hätte ich wirklich gerne einen guten. Hier, Odak, das gefällt mir. Odak passt gut zu ihm. Aufstellungsassi, komm. B-Jugend, ach du großer Gott, hier müssen wir auch wieder aussortieren. Wie Wahnsinn. Da sehe ich aber auch einen. Habe ich den nicht früher schon gesehen? Oder habe ich es vorher einfach nur vergessen, als mir das Spiel abgeschmiert ist? Das kann natürlich auch sein. Aber das glaube ich gerade nicht. Lalalala. Das machen wir noch, dann speichern wir ab. Und dann ist das für mich auch die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Aber für euch geht es ganz normal weiter, wisst ihr ja. War jetzt nur diese Übergangszeit zwischen den Saisons, wo ich ein bisschen abwarten wollte. Nichtsdestotrotz könnt ihr nochmal Kommentare hinterlassen. Würde mich auch ein bisschen die Meinung von euch interessieren, wie ihr meine Transferpolitik findet. Wie gesagt, Levin musste ich verkaufen.
hätte nicht verlängert oder für ein Gehalt verlängert, was wir uns hätten nicht leisten können, schrägstrich nicht wollen. Das muss man auch mal so sehen. Dafür bin ich jetzt angehalten und überlege, ob wir das Stadion ein bisschen ausbauen. Oder ob man das Geld erstmal so lassen. So. Und ihr zwei. Tab. Nochmal Aufstellungsassistent. Wunderbar. Da hat jeder nämlich seine Position, die er haben möchte. Außer er hier. Was hätten er auf LM? Ach, na dann. Stellt sich die Frage gar nicht. Du spielst auf LM. Ach, auf LV. Ach so, ich habe schon gesagt, du sollst LV machen. Okay. Warum? Habe ich da irgendwas gesehen bei ihm? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, wahrscheinlich werden wir schon zu viele LMs haben. Das kann sein. Wen haben wir hier als gegebenenfalls passende Mentor? Dann nehmen wir ihn hier, okay. Nö, dann passt das wieder so. Er hier noch Trainingsziel? Ich glaube, da haben wir noch keinen, nein. Der ist nämlich neu. Nicht mit Perwoll gewaschen, sondern neu. Und ich putziehe gnadenlos. Das ist, ja, was soll's. Aber ich glaube, das hat man vorhin schon mal gemacht. Damit er auf das Spiel abgekackt ist, habe ich hieran gar nicht mehr gedacht. Siehst du? Was soll's. So. Und da ist ein fast falscher Mentor. Hier kriegt man erstmal Mentor für ein IV. Mal gucken, ob wir da was Passendes finden für dich. Hier eine Mary. Muss aufgestellt werden. Auch trotzdem weiterhin der Kommentar von mir, wenn ihr einen haben wollt, schreibt mir das. Der spielt links, dann kann er mal Giau kriegen. Gut, passt. Zwei Freundschaftsspiele, dann, ja, gefällt mir so nicht so, aber was soll's? Alles gleich, Leute. Ihr kennt unsere Mannschaft soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, schreibt's in die Kommentare. Dass die Taktik mit Abwehr nach hinten gegangen ist, das ist klar. Da haben wir einige verloren, einige Stammkräfte. Ist allerdings nicht so wild, finde ich. Hier wird sich das dann zeigen. Die müssen noch ein bisschen aufpäppeln. Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert am Mikrofon. Bis dahin. Ciao, ciao.